Wenn Sie jetzt alle einmal auf die Uhr schauen, werden Sie feststellen, 18.30 Uhr ist erreicht. Schön, dass Sie und ihr alle hier in die Nikolaikirche gekommen seid. Wahlinteressierte Menschen der Stadt und ihrer Ortsteile, Gäste aus näherer Umgebung und etwas weiter weg. Herzlich willkommen zum Vorstadtdialog Bürgermeisterwahlforum. Es geht heute darum, dass wir die potenziellen Kandidaten unserer Bürgermeister- oder Bürgermeisterinnenwahl 2017 Ihnen vorstellen. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten werden sich Ihren Fragen stellen und hoffentlich auch ordentliche Antworten abliefern, sodass Sie heute Abend nach Hause gehen können und sagen können, das war ein guter Abend, ich gehe mit mehr Informationen jetzt nach Hause und weiß schon ein bisschen mehr, wo ich im September mein Kreuzchen machen werde. Das ist der Auftakt zum diesjährigen Wahlkampf. Ich vermeide immer dieses Wort Kampf, denn die Wahlzeit hat auch immer ganz viel miteinander Kommunikation zu tun und Diskussion ist nicht immer gleich Kampf, sondern Gespräch heißt den anderen hören, den anderen erleben, aber auch selber eigene Standpunkte mitgeben. Wie läuft der heutige Abend ab? Das will ich Ihnen ganz kurz noch erklären. Bevor ich aber weiterrede, sage ich, wer ich bin. Mein Name ist Björn Ferch. Ich bin Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Altramft und Bad Freienwalde und seit heute Mittag 12 Uhr auch der Kirchengemeinde Hoher Barnim. Denn es fand heute die Pfarramtsübergabe statt, sodass ich auch Pfarrer der Orte Wölsickendorf, Wollenberg und Steinbeck bin. Wir werden heute Abend eine Diskussion hoffentlich erleben, die uns alle bereichert. Sowohl wir als Bürgerinnen und Bürger, als auch unsere Kandidatinnen und Kandidaten. Denn die bewerben sich ja auf ein Amt, in das sie von uns gewählt werden wollen. Der eine hat schon ein bisschen mehr Erfahrung in diesem Amt, die andere noch nicht so viel. Das alles heißt aber gar nicht so viel, sondern heute ist deren Chance, sich gut zu verkaufen, sodass sie eventuell mit dem Gewissen und dem Gefühl rausgehen können, der oder die ist es wert, mein Kreuzchen hinter dem Namen zu machen. Der heutige Abend ist der erste Vorstadtdialog. Ich habe ja ganz bewusst gesagt, mit potenziellen Kandidaten, denn der Wahlausschuss der Stadt hat noch nicht endgültig entschieden über die Kandidatinnen und Kandidaten. Es kann also durchaus sein, dass, wenn wir uns im September zum zweiten Vorstadtdialog zur Bürgermeisterwahl wiedersehen, sich etwas da vorne verändert hat. Das können die Ihnen aber dann selber erklären, warum und wieso. Wir haben die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Hier vorne stehen jetzt gerade zwei Mikros. Das eine ist vom Fernsehen mehr oder weniger. Er nickt. Und das zweite ist für uns hier mit den Lautsprechern verbunden. Das heißt, Sie als Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Ortsteile haben die Möglichkeit, die Kandidatinnen und Kandidaten Dinge zu fragen, die Sie interessieren, die Sie schon immer einmal von einem Bürgermeisterkandidaten oder einer Kandidatin wissen wollten. Wenn nicht heute, haben Sie die Chance dafür. Denn die Kandidaten hinter mir können heute nicht einfach weglaufen. Und das ist was Schönes. Und ich nehme mir die Freiheit heraus, wenn Sie Ihre Frage gestellt haben und die Antwort da war, dass ich Sie zurückfrage, die Sie die Frage gestellt haben, ob Ihre Frage auch wirklich beantwortet ist. Sagen Sie, ja, ist sie, wurde da vorne ein ordentliches, wurde ordentlich geantwortet. Sagen Sie, nein, müssen die nochmal ran. Und zwar so lange, bis die Frage beantwortet ist. Wir lassen die heute also nicht weg. Wichtig ist bei diesem Kurstadtdialog, dass tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und ihrer Ortsteile Rederecht haben. Das stand ja so auch in der Motz. Das ist bitte wirklich für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und ihrer Ortsteile zu verstehen. Denn wir wählen als Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt und ihrer Ortsteile den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Ich kann verstehen, dass auch Menschen der Nachbardörfer oder auch Städte Interesse haben an dieser Wahl, aber die wählen eben nicht unseren Bürgermeister oder unsere Bürgermeisterin. Dafür gibt es noch etwas.
Sie haben die Möglichkeit, hier vorne eine Frage zu stellen oder auch zwei, je nachdem. Und aber auch die Möglichkeit, wenn Sie so sind, wie ich eigentlich bin, dass ich sage, ich mag eigentlich so vor so vielen Menschen sprechen, dass Sie nicht hier die Frage stellen müssen, sondern da vorne, wo die einzelne Sonnenblume steht. Vielen Dank übrigens an den edlen Spender für die Sonnenblumen. Bisschen Deko ist ja auch schön. Da gibt es kleine Körbchen und da liegen Zettel und Stifte. Meine Bitte wäre im Namen des Kurstadtdialoges, dass, wenn Sie Ihre Frage haben, die Sie sich entweder nicht trauen zu fragen, weil hier so viele sind, die mithören, oder weil Sie sagen, ich bin besser im Schriftlichen als im Verbalen, dann gehen Sie bitte nach hinten, machen Sie Gebrauch von den Stiften und den Zetteln. Der Kurstadtdialog sammelt diese Fragen und überträgt sie eins zu eins in elektronischer Form und stellt sie dann im Anschluss, also nicht mehr heute Abend, aber in den nächsten Tagen, den Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung. Und die Fragen werden auch veröffentlicht, sodass Sie sehen, welche Fragen noch so da gewesen sind. Und vielleicht ist das ja für die Kandidaten hinter mir ein gute Anregungen der Überlegungen für ihre Wahlzeit. Der ganze Kurstadtdialog ist geplant auf 1,5 Stunden. Das heißt, wir werden so um 20 Uhr alle mal ganz angestrengt auf die Uhr gucken, uns angucken, und wenn wir das Gefühl haben, es ist alles gesagt, dann verabschieden wir uns in Fröhlichkeit voneinander und haben noch einen wunderbaren Montagabend. Stellen wir aber fest, wir sind gerade mitten in einem Gespräch und es wäre schade, dieses Gespräch zu unterbrechen. Dann nehmen wir uns natürlich auch gemeinsam die Freiheit zu sagen, wir verlängern das Ganze. Wirklich Ende ist allerspätestens um 20.30 Uhr. Da fällt dann gnadenlos der Hammer, denn ich denke, es muss auch eine absehbare Endzeit haben, sodass wir sagen können, jetzt ist auch gut. Und jetzt sind die Kandidaten uns so weit bekannt, dass wir mit denen umgehen können, wenn wir sie bisher noch nicht gekannt haben. Gibt es jetzt schon irgendwelche Fragen zum allgemeinen Ablauf oder sind Sie sehr gespannt auf die hinter mir? Das sieht so aus. Dann will ich Ihnen ganz in aller Kürze nur sagen, wer da hinter mir sitzt, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Und wir verfahren so nicht Alter vor Schönheit, nicht Amtsbonus vor Nicht-Amtsbonus, sondern Ladies first. Und deswegen fangen wir an mit Jutta Lieske, und sie will Bürgermeisterin werden, herzlichen Dank. Dann kommt Frau Schölze, auch sie will Bürgermeisterin werden. Und jetzt fangen wir einfach bei Herrn Günther an. Wenn Herr Günther sich aufstellt, sieht man ihn bis ganz hinten. Ich bin immer ganz beeindruckt von dieser Größe. Herr Winkling. Und Herr Lehmann, wir haben im Vorfeld dieses Kurstadtdialoges Einzelgespräche geführt. Und da haben wir über Erwartungen gesprochen, was kann so ein Kurstadtdialog alles machen, was erwarten wir von solch einem Kurstadtdialog, was sind Sorgen, Ängste, keine Ahnung. Auch die Kandidaten sitzen da ja nicht unbedingt in aller Freude und sagen, das will ich jeden Tag haben, sondern die sind auch aufgeregt, glaube ich zumindest. Und ich habe denen gesagt, es werden zwei Dinge kommen, die alle betreffen werden. Das erste wird sein, dass ich jeden darum bitte, in 3 Minuten sich selber vorzustellen. Diese 3 Minuten stoppe ich und nach 3 Minuten ist Ende, egal wo die sind. Wenn die nach 1,5 Minuten zu Ende sind, schweigen wir 1,5 Minuten, denn auch das ist ein Zeichen, finde ich. Aber nach 3 Minuten ist Schluss. Das ist das Erste, was alle betrifft. Die müssen sich selbst vorstellen. Und das Zweite wird sein, das habe ich auch allen Kandidatinnen und Kandidaten gesagt, es ist auch nicht so überraschend, dass so eine Frage kommt, nach der Selbstvorstellung, warum wollen Sie eigentlich Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden? Das ist die Einstiegsfrage nach der Selbstvorstellung. Und dann habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet, aber vor allen Dingen geht es um Ihre Fragen heute Abend. Und wichtig dabei ist, wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben, miteinander, als Stadt- und Ortsteilgemeinschaft. Kommen Sie bitte auf jeden Fall hier vorne ans Mikro, sagen Sie kurz Ihren Namen
und sagen Sie, woher Sie kommen. Also in Freienwalde oder im Ortsteil benennen und dann stellen Sie Ihre Frage und sagen Sie auch, wer Sie beantworten soll. Herr Dackmann, wen würden Sie denn gerne zuerst hören? Das ist gemein jetzt, ne? Okay, liebe Frau Schölze, Sie bekommen von mir ein wunderbares Mikro. Die Dinger sind aufgeladen. Ich habe mich jedenfalls vorhin selber darum bemüht. Man muss jetzt immer so ein bisschen warten. Dann blinkt dieses Ding und dann machen wir den Test. Eins, zwei, das funktioniert. Das übergebe ich jetzt ihm. Jetzt, Moment, wir machen das ganz einwandfrei. Naja, jeder soll die gleichen Chancen haben, darum geht's. Und dann bitte ich Sie, in 3 Minuten zu sagen, wer Sie sind. Ab jetzt, viel Spaß. Dankeschön. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Mein Name ist Leonie Schölze. Ich bin Kandidatin der BVB Freien Wähler. Dieses Jahr zur Wahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters in Bad Freienwalde. Ich bin 1996 in Vriezen geboren, habe mein komplettes Leben in Bad Freienwalde verbracht, habe dann 2015 mein Abitur am Bertolt-Brecht-Gymnasium unter den 10 Besten meines Jahrgangs absolviert. Ich studiere seit dem Wintersemester 2016-17 Latein und Geschichte auf Lehramt an der Universität Potsdam. Und ja, habe in der Zwischenzeit zwischen Studium und Abitur, beziehungsweise Abitur und Studium, habe ich einige Nebentätigkeiten verfolgt. Ja, ich bin 20 Jahre alt, zurzeit noch. Einige von Ihnen denken jetzt sicherlich, ich wäre zu jung. Diese Meinung akzeptiere ich komplett, jedoch teile ich sie nicht. Ansonsten würde ich hier nicht stehen und zu Ihnen sprechen. Ich bin der Meinung, wenn Bad Freienwalde eines braucht, dann sind es junge, engagierte, willensstarke Menschen, die die Stadt zu dem machen, was sie einst war. Denn Bad Freienwalde war eine Stadt, in der nicht schon samstagabends um 18 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt waren. Bad Freienwalde war eine Stadt, in der es Freizeitangebote für Jung und Alt gab, in der es ein florierendes Hotel- und Gastronomiegewerbe gab. Bad Freienwalde war eine Stadt, die nicht nur für die Strecke nach Polen bekannt war. Bad Freienwalde war eine Stadt, die dem Kurstadtstatus nicht nur gerecht wurde, sondern diesem auch würdig war. Bad Freienwalde war eine Stadt, in der sich die Menschen wohlgefühlt haben und in der sie stolz waren, Einwohner zu sein. Und genau dies müssen wir wiederherstellen. Denn dies ist zumindest, was ich weiß, für mich und in meinem näheren Umfeld nicht der Fall. Und genau dafür brauchen wir eine junge, engagierte, willensstarke Person, die dieses Amt auf sich nimmt. Dankeschön. Wir haben noch 1 Minute. Nutzen Sie eine Minute noch. Ach, dann habe ich schneller gesprochen als erwartet. Ja, wenn man aufgeregt ist, dann redet man gerne mal ein bisschen schneller. Aber passiert, wenn es das erste Mal ist. Ja, jetzt denken sich vielleicht einige auch, beziehungsweise wird die Frage sicherlich auch kommen, was ich mir für Bad Freienwalde wünsche. Beziehungsweise was meine Vorstellungen für Bad Freienwalde sind. Als allererstes ist es ganz wichtig, dass wir in Bad Freienwalde die Brücke erhalten. Meiner Meinung nach, die Brücke. Weil die Brücke die sicherste und einfachste und plausibelste und funktionierendste Verkehrslösung für unsere Stadt ist. Des Weiteren müssen die Leute, die ganzen Jahre mehr oder minder vernachlässigt werden, eher mehr als minder, die Jugend, die muss hier gehalten werden, die muss hierher geholt werden. Natürlich ohne die Alten zu vergessen. Und die Stadt für Alte und Behinderte gerechter zu machen. Obwohl gerecht auch ein ungünstiges Wort ist, aber Sie wissen, was ich meine. Jetzt, Dankeschön. Herzlichen Dank. Wir wollen das heute mal so handhaben. Wir lassen das so stehen, ja? Also diese Selbstvorstellungen stehen für sich. Wen hätten Sie denn gerne als Nächsten? Den jungen Mann, Herrn Günther. Herrn Günther. Oh, immer dieses Fischen für Komplimente hier. Okay, Mumble. Bereit? 3 Minuten gehören Ihnen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lars Günther. Ich bleibe mal sitzen. Ich habe schon vor zigtausend Leuten gesprochen, aber heute hier an diesem Ort vor Ihnen ist eine ganz besondere Ehre für mich. Ich bin 40 Jahre Kind dieser Stadt.
bin in Riezen geboren, bin hier aufgewachsen und musste leider damals mein Glück ein bisschen woanders suchen, aber ich bin nicht weitergekommen als Pankow. Ja, also immer noch in brandenburgischer Erde, auch wenn das die Berliner nicht gerne hören. Ich habe 1994 eine Lehre in Berlin-Spandau begonnen als Mechaniker, Konstruktionstechniker, und wir haben Schwimmbecken aus Edelstahl gebaut, und ich habe traurig nach Bad Rheinwalde geschaut, wo diese Vogeltränke Schwimmbad genannt wird, und habe es nicht fassen können. Ich habe 98, 99 in Berlin in der Sicherheitsbranche angefangen zu arbeiten, habe dort viele Erfahrungen gemacht, und einige werden sicherlich gesehen haben im Fernsehen mal so eine Reportage bei Sat.1. Ich war Privatdetektiv, habe viele Erfahrungen gemacht, auch für große Firmen gearbeitet. Und seit 2002 bin ich in der Immobilienbranche in Berlin tätig gewesen, habe 3000 Wohnungen und ca. 400 Gewerbeeinheiten in den Vermietabteilungen gehabt und habe mir sehr viele Erfahrungen erworben. Und ich muss sagen, wenn ich durch Bad Freienwalde fahre, und das nicht seit gestern, sondern die letzten 10 Jahre, ich sehe so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, die nicht genutzt werden. Vielleicht sind die Chancen schwierig umzusetzen, aber es erfordert, denke ich, mehr als nur ein guter Verwalter zu sein. Man muss eine Vision haben, wo Freienwalde hin soll. Seit 2007, 2008 bin ich der Immobilienbranche in Berlin nach und nach untreu geworden. Im Zuge auch der Bankenkrise musste ich dieses System etwas überdenken für mich. Ich habe das Bankenwesen kennengelernt. Und ja, nun arbeite ich als verlagskaufmännischer Angestellter. Ich habe auch, muss ich dazu sagen, den Immobilienkaufmann nochmal nachgemacht 2012. Es ist nicht so, dass ich kein kaufmännisches Grundwissen habe, das sich deckt 1:1 auch mit meinen praktischen Erfahrungen. Ich bin hier in Bad Freienwalde jetzt tätig für die Alternative für Deutschland. Ich wäre, bevor es die Alternative für Deutschland gegeben hätte, niemals in die Politik gegangen, weil ich für dieses Konglomerat der Blockparteien, ich muss es einfach mal so nennen, wir haben keine einzige Opposition mehr. Ja? Und die Zeit ist vorbei, aber wir sprechen uns gleich weiter. Vielen Dank. Drei Minuten können lang sein. Können auch ganz schnell vorbeigehen, wenn man so viel zu erzählen hat. Wen hätten Sie denn gerne als Nächsten? Frau Liske. Ja, ich hab's hier. Ich brauche heute ein bisschen Bewegung. Ja. Bereit? Drei Minuten. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Björn Ferch. Ich bin sehr gerne gekommen und freue mich, dass so viele Interessierte heute hier in den Reihen Platz genommen haben. Ich bin eher ein älteres Semester im Vergleich zu Frau Schölze. Ich bin 55 Jahre alt, Mutter von 3 Kindern, von 15 angefangen bis 33 und auch schon Großmutter. Also insofern sehen Sie eine Frau, die nicht mehr vielleicht mit ganz so viel Schaffenskraft ausgestattet ist, wie die junge Frau Schölze hier stehen. Ich bin 1990 oder zur Wendezeit das erste Mal überhaupt in die Politik gegangen. Ich glaube, wir können uns alle noch an diese grandiose Zeit erinnern, und bei mir hat die sehr tiefe Eindrücke hinterlassen und habe damals gesagt, man kann nicht nur meckern und sagen, die anderen haben irgendetwas falsch gemacht, dann muss man auch in der Lage sein, Verantwortung übernehmen zu wollen. Und das haben wir dann gemacht, indem wir den Ortsverein in Letschin gegründet haben, und von den ehemaligen Gründungsmitgliedern sind auch noch ganz viele aktiv in der Kommunalpolitik. Einige haben uns auch schon verlassen, weil sie andere Seiten gewechselt haben. Das gehört zur demokratischen Möglichkeit auch dazu, dass man eine andere Partei für sich wählt. Andere sind auch schon verstorben, aber es gibt auch noch junge Leute, die dazu streben. Und da gebe ich Frau Schölze recht, wir brauchen auch die Jugend, wir brauchen alle Generationen, wenn es darum geht, Kommunen zu gestalten. Seit 1989 war ich dann Gemeindevertreterin von Letschin, und mit der ersten Kommunalwahl hieß es noch indirekt, den Bürgermeister zu wählen. Der wurde damals noch nicht direkt gewählt, sondern indirekt über die Gemeindevertretung. Und in Letschin haben sich alle angeguckt und haben alle in die Richtung von Jutta, damals noch Wiesinger, geguckt. So, und ich als junge Frau von 28 schon
habe gesagt, ich gucke mich jetzt auch mal um, ob es da nicht ein paar Erfahrenere gibt. Warum sollte ich das machen? Dann haben die mich überredet und ich habe angefangen, dieses Amt als Bürgermeisterin auszufüllen. Und dann dauerte es ja nicht lange, dass 92 schon wieder das Thema der Ämterreform anstand und wir das Amt Letschin gegründet haben mit den 10 umliegenden Orten. Und dort wurde ich dann zur Amtsdirektorin gewählt. Das zweimal wiederholend nach 8 Jahren, bis im Jahr 2003 das erste Mal die Möglichkeit bestand, direkt gewählt zu werden. Es gab Amtsdirektoren, die haben sich als Bürgermeister auch über ihre Amtsausschüsse wählen lassen. In Letschin habe ich gesagt, will ich jetzt mal wissen, ob die Bürger nach 13 Jahren Arbeit in der Verwaltung tatsächlich auch mit ihrem Amtschef zufrieden sind und mich wählen. Und dem habe ich mich gestellt, dieser direkten Wahl von Letschin, und habe es auch im ersten Wahlgang geschafft, dann das Mandat als Bürgermeisterin auch von Letschin zu erringen. Und wir haben, glaube ich, in den Jahren sehr viel für unsere Kommune, aber auch für die gesamte Region erreicht, denn das war ja ein gesellschaftlicher Umbruch, der da stattgefunden hat. Und das, was man mit Städtebausanierungsmitteln, wie hier auch die Stadt Freienwalde machen konnte, lässt sich, glaube ich, an jedem einzelnen Haus erkennen. Hier kann man es in der Altstadt sehr gut sehen, dass damit sehr viel in den Kommunen an Veränderungen erfolgt ist. Ich habe dann in dieser Zeit sehr viel Erfahrung gesammelt in der Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung und würde deshalb... Drei Minuten für jeden. Ich habe denen die Aufgabe gestellt, hört mal zu, 3 Minuten Selbstvorstellung. Und in diesen 3 Minuten sollen die sich selber vorstellen. Wie die das machen, das ist jedem selbst überlassen. Aber Sie können mal sagen, Herr Lehmann oder Herr Winking? Na. Das Gemeine ist, je länger man wartet, desto nervöser wird man. Herr Lehmann, für Sie 3 Minuten. Ich sage Ihnen, wann es losgeht. Sie dürfen schon mal die Leute fröhlich angucken. Bereit? Wirklich, ja? Dann geht's. Na? Komisch. Schießen Sie mal los. Los. Ja, ich bin Jahrgang 1962. Verheiratet, 2 erwachsene Kinder, 2 Enkelkinder. Und wir können uns beide glücklich schätzen, meine Frau und ich, dass wir noch beide Elternpaare haben. Sie sehen also damit, wir haben 4 Generationen in der Familie. Da haben wir mit Sicherheit alle Problemlagen des Alltagslebens. Und von der Schulbildung her bin ich nach der Ausbildung dann in eine Maschinenbaulehre gegangen, habe dann ein Maschinenbaustudium absolviert in Berlin. Und in meiner Familie einige Jahre in Berlin gelebt und seit 1962 wieder an meinen Geburtsort zurückgekehrt. 1986. 62 war das Geburtsjahr, Entschuldigung. Ich habe jetzt selber gerechnet. Und einige Jahre dann in einem Bad Freimaler Betrieb gearbeitet und nach der Wende dann für 1,5 Jahre in einer Entwicklungsgesellschaft und seit 1994 Bürgermeister der Stadt Bad Freimaler. In dieser Zeit habe ich alle Höhen und Tiefen durchleben können, die man als Mensch durchleben kann. Und wenn ich daraus etwas gelernt habe, ist, nie aufzugeben, sondern immer wieder aufzustehen. Und vor allen Dingen die Zuversicht nicht zu verlieren. Ich glaube, an dieser Stelle können wir untereinander noch eine ganze Menge lernen. Was auch wichtig ist in diesem Amt, ist, die entsprechende Kompetenz zu erwerben. In Sachen Kommunikation und in Sachen Führungsverhalten. Ich glaube, dass diese Kompetenz aber auch auf beiden Seiten vorhanden sein muss. Damit meine ich sowohl bei den Stadtverordneten, bei den von Ihnen genauso gewählten Vertretern, wie bei den Verwaltungsmitarbeitern und ganz vorne an der Spitze auch bei den Bürgermeistern. Und nur wenn wir es gemeinsam wollen und entschieden wollen und wissen, was wir wollen, dann werden wir auch die Herausforderungen meistern. Im Gegensatz zu Frau Schölze sage ich, wir haben ein solides Fundament für die Kur und für die Stadtentwicklung. Wir haben unsere Ziele klar definiert, wir haben sie inhaltlich gut durchdacht und auch gut formuliert und am Ende auch beschlossen mit der Stadtverordnetenversammlung. Und ich hoffe, dass wir im Laufe des heutigen Abends
noch die Gelegenheit haben, zu den einen oder anderen Dingen noch etwas zu sagen. Ich meine damit unsere Kurortentwicklungskonzeption, ich meine damit den Sanierungsplan zur Stärkung der historischen Altstadt. Ich meine damit das Programm Soziale Stadt mit der Stärkung der familiengerechten Angebote. Und ich meine damit natürlich auch das integrierte Stadtentwicklungskonzept, in dem unsere strategische Stadtentwicklung festgeschrieben ist. Mit all den Bereichen der Daseinsvorsorge, der Wirtschaft, der Bildung, alles, was zu unserer Stadt dazugehört. Wie viel Zeit möchten Sie mir noch geben, Herr Fahrer? Jetzt ist Schluss. Gut. Last but not least, auch für Sie das Mikro und auch für Sie gilt 3 Minuten Zeit. Bereit? Ab jetzt. Ja, guten Abend. Mein Name ist Hermann Winking und ich komme aus dem Münsterland. Und wie man das auch hören kann, sicherlich an meinem Dialekt, kann ich nicht verbergen. Also reden ist eines der schwierigsten Dinge so für mich. Also das fällt mir sehr schwer, gerade vor so vielen fremden Leuten. Also ich fange mal an, bin 1958 geboren und bin aufgewachsen im Münsterland und habe danach Schule besucht, danach eine Lehre als Fernsehtechniker begonnen. Dann habe ich eine Zeit als Fernsehtechniker gearbeitet, hatte einen schweren Autounfall, bin wieder zusammengesetzt worden, geschraubt worden, Hüfte, Rückgrat, Knie. Deswegen bin ich auch hier, weil hier eben die Kurklinik ist. Kann das Mikro mal ein bisschen dicht an den Mund geführt werden? Ja, okay, mache ich. Ich versuche es. Und ja. Wo bin ich stehen geblieben? Ach so, ja, bei meiner Lehre als Fernsehtechniker. Dann habe ich den Kaufmann gemacht, weil ich mich später selbstständig machen wollte im Rundfunk- und Fernsehbereich und bin dann aber 1980 in die Computerbranche gegangen. Habe dann für ein amerikanisches Computerunternehmen gearbeitet und erst in Köln, da war ich ziemlich erfolgreich und bin dann für die Firma nach Hamburg, Berlin und Bremen gegangen und Hannover und habe dort Geschäfte aufgebaut, Computergeschäfte und war damit fürs Personal zuständig und für den Aufbau des Vertriebs. Danach ist mein Vater erkrankt, der ein Bauunternehmen hat, ein kleines, und das habe ich dann eine Zeit lang weitergeführt, habe dann bei den Amerikanern aufgehört, habe dann festgestellt, dass gerade im Handwerksbereich, beim Abrechnen und so weiter, Computersoftware fehlt und habe mich dann später im Bereich Computersoftware 1989 selbstständig gemacht, habe Software entwickelt für Handwerksunternehmen und mittelständische Unternehmen habe dort angefangen im landwirtschaftlichen Lohnunternehmerbereich, dann fürs Handwerk, also Sanitär, Heizung, Klima und oder Besamungsstationen für Tierzuchttechniker. Alles so Sachen. Ja. Und ab dann, nach der Wende, bin ich in den Osten gegangen und habe dann im Osten auch Unternehmen gegründet, im Computersoftwarebereich, die dann bis heute noch Bestand haben. Herzlichen Dank allen Kandidatinnen und Kandidaten für die Selbstvorstellung, die jeder und jede für sich so gefüllt hat, wie Sie das wollten. Es gab keine Vorgaben, sondern ihr habt 3 Minuten Zeit, stellt euch vor. Jetzt kommt der Punkt mit dieser Frage, warum will ich Bürgermeister oder Bürgermeisterin dieser Stadt und ihrer Ortsteile werden? Und die Frage ist ja ziemlich naheliegend bei einem Bürgermeisterinnen-Bürgermeister-Wahlforum. Zu stellen, die ist jetzt nicht so überraschend, finde ich. Zumindest ist sie erwartbar. Und jetzt fragen wir mal, wer soll die denn als erster beantworten? Der Herr Winking. Der Herr Winking? Aber wir erklären nochmal das Mikro am besten so halten, dann kann man alle gut verstehen.
Herr Winking, ja. Zeitvorgabe ist eine gute Frage. Ich schaue mal auf meine Uhr und versuche ein bisschen zu stoppen, denn wir wollen ja vor allen Dingen auch die Fragen der Bürgerinnen und Bürger haben. Sie hören die Uhr. Wir haben jetzt 18 Uhr. Ja, also... Warum Bürgermeister? Also, ich möchte... 19, Entschuldigung. Ja, ich hatte noch eins vergessen. Ich hatte auch eine Unternehmensberatung und habe immer Abläufe optimiert, und jetzt, wo ich gerade hier bin, denke ich mir, mit diesem Wissen, das ich habe, Unternehmen zu optimieren, möchte ich im Grunde genommen die Stadt mitgestalten, in der ich leben möchte. Okay, ja. Dankeschön. So, wir gehen wieder auf Suche nach jemandem, der sagen darf, wie es weitergeht. Wir haben Herrn Winking gehört. Wir gehen jetzt mal. Das ist ein bisschen wie in der Schule. Die Leute gucken jetzt auch alle so ein bisschen. Wer soll sie denn als nächstes beantworten? Herr Lehmann. Herr Lehmann. Herr Lehmann, ich komme wieder flotten Schrittes nach vorne. Die Frage heißt an Sie, das ist der einzige Unterschied zu allen anderen nicht, warum will ich Bürgermeister werden, sondern warum will ich Bürgermeister bleiben? Vielleicht eine kleine Korrektur. Also die Berufung ist immer zeitlich befristet, also dieses Amt endet. Ich bewerbe mich wie alle anderen, also möchte ich es in dem Sinne auch wieder werden. Ja, aber wieder. Wieder werden, das ist vielleicht der Unterschied. Ich will es mal so sagen. Ich glaube, wir sind alle auf der Welt, weil wir die wahre Bestimmung, den wahren Platz im Leben für uns finden möchten. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Für mich war und ist es immer wichtig, der Dienst am und für den Menschen, zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner handeln zu können. Und die Motivation, die unterscheidet sich nicht bei Herrn Winking. Nämlich an den Entscheidungen aktiv und unmittelbar bei der Stadtentwicklung mitwirken zu können. Das ist das Spannende und die Herausforderung. Und die noch größere Herausforderung ist aber dann, wenn die Ziele der Stadtentwicklung festgeschrieben sind, sie auch so beharrlich zu verfolgen, bis das Ziel erreicht ist. Und ich glaube, das habe ich als Bayern meinen wahren Platz hier im Leben empfunden mit den Berufungen in dieses Amt seit 1994. Ich habe diese Berufung aus ganzem Herzen ausgeübt. Ich kann sagen, ja, man kann diese Arbeit lieben. Und das wünsche ich auch jedem anderen, ob Handwerker, Lehrer, Heilerziehungspfleger, Polizist. Ich glaube, wer seine Arbeit liebt und gerne macht, der kann ein sehr erfülltes und zufriedenes Leben führen. Danke. Sie gucken mich gerade so an. Wer soll denn als nächstes die Frage beantworten? Ja, nur Sie. Wer soll denn als nächstes die Frage beantworten? Ja? Frau Lieske. Warum wollen Sie Bürgermeisterin werden? Also bisher war ich Krippenerzieherin, Krippenleiterin, Bürgermeisterin. Jetzt bin ich Landtagsabgeordnete. Und jetzt strebe ich wieder das Amt eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin an, weil das ist das schönste Amt, das man sich eigentlich wünschen kann. Man macht da nicht etwas ganz alleine für sich, sondern man macht es in einer Gesamtverantwortung mit den Stadtverordneten und mit den Bürgern der Stadt. Man macht es für sich und die Region. Und ich weiß, dass Bad Freienwalde vielleicht nicht ganz einstimmig darin ist, wenn es darum geht zu sagen, macht es Sinn, dass man nach 23 Jahren Amtszeit etwas fortsetzt, was vielleicht einer Veränderung bedarf. Und aus diesem Grund wurde ich ja auch angesprochen, aus meinem Ortsverein heraus zu sagen, es wäre auch mal Zeit, einen Wechsel für Bad Freienwalde zu organisieren. Und dafür stehe ich sehr gerne bereit, weil ich glaube, dass ich sowohl aus den 15 Jahren Kommunalpolitik in Letschin Erfahrungen gesammelt habe, die auch immer mit Veränderungen einhergegangen sind, 12 Jahre jetzt auf Landesebene, weiß, wie die einzelnen Stricke dort ausgelegt sind, beziehungsweise wie die Mechanismen laufen. Und beide Erfahrungen würde ich sehr gerne für Bad Freienwalde einbringen, weil ich glaube, dass der Moorheilbad-Status da
da genau diese Erfahrung durchaus für die zukünftige Entwicklung erfordert. Ich würde auch gerne mal nach oben kommen, da sitzen ja auch noch so einige. Ich komme jetzt nicht nach oben. Wir gucken uns jetzt mal an. Wer als nächstes? Ja, Frau Schölze heißt die junge Frau übrigens. So, braucht ein bisschen länger. Frau Schölze, warum wollen Sie Bürgermeisterin werden? Ja, das hat bei mir einen ganz einfachen Grund, und zwar ist Bad Freienwalde meine Heimat. Die Entwicklung, die die Stadt durchgemacht hat, ist meiner Meinung nach keine schöne. Und in Bad Freienwalde muss sich einiges verändern. Und ich bin der Meinung, dass man Veränderungen nur wirklich herbeiführen kann, wenn man etwas Neues nimmt, beziehungsweise jemand Neues wählt und jemandem Neuen die Chance gibt. Und da stimme ich Frau Lieske zu, Bad Freienwalde braucht einen Wechsel, ansonsten ändert sich hier nichts. Und es wäre schade, wenn sich in Bad Freienwalde nichts ändert, da Bad Freienwalde eine wunderschöne Stadt ist. Und ich bin der Meinung, dass die Veränderungen ihre Zeit brauchen. Und wer hat mehr Zeit als eine 20-Jährige? Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt aufgepasst, es ist nur noch einer über, Herr Günther. Herr Günther, auch an Sie die Frage, warum wollen Sie Bürgermeister werden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß. Wie gesagt, ich bin tätig gewesen in Berlin, viel in Berlin, aber auch in Westdeutschland. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, diese Stadt so zu erhalten und diese Ortsteile und Ostbrandenburg, weil das für mich ist das alles Heimat. Für mich war das immer meine Akku-Aufladestation. Wenn ich aus diesem Moloch Berlin oder aus diesem Moloch Westdeutschland gekommen bin, bin ich die 158 runtergefahren und habe hier meinen Tank aufgeladen. Und ich für meine Person werde diesen Landstrich bis zuletzt verteidigen. Sie haben sicherlich die Nachrichten gestern gesehen. Ich möchte, oder von gestern oder von vorgestern gesehen und gehört. In Eberswalde haben wir ein fürchterliches Gesamtbild der Stadt und das ist nicht weit weg. Doch dazu bin ich erfahren in Bezug auf Immobilien. Und in der Privatwirtschaft müssen Sie aus der Not eine Tugend machen. Und am Ende muss eine schwarze Null stehen und hier muss für die Bürger etwas rauskommen. Ich war vor 3 Monaten, wenn ich zu lange in Samsung beschreibe, ich war vor 3 Monaten in Hoppegarten bei einem Treffen für Ostbrandenburg wegen der demografischen Erwartungen der kommenden 10, 15, 20 Jahre für Ostbrandenburg. Ich hatte mir da eigentlich erhofft, dass meine Fragen beantwortet werden. Hier in Bad Freienwalde muss jeder im Grunde genommen wissen, dass er abgehängt worden ist von der Landesregierung oder von den Landesregierungen, die verantwortlich waren. Denn alles, was 1 Stunde von Berlin entfernt ist, wird im Grunde genommen den Verfall preisgegeben. Also das heißt, hilft dir selbst oder dir hilft keiner. Und ich möchte auch sagen, ich weiß, wie schwer es ist, immer alle Dinge zu berücksichtigen. Und ein Bürgermeister, der 24 Jahre hier vor Ort tätig war, kann ich alles falsch gemacht haben. Was ich nur sagen wollte, ist, es geht mehr. Ich will nur ganz kurz dazu sagen, es geht mehr. Wir stehen jetzt hier in Bad Freienwalde an einer Richtungsentscheidung. Entweder wir gehen diesen Weg und kämpfen gegen die Demografie an, die sinkende Bevölkerungszahlen für uns mitbringt, oder wir gehen den Weg, den wir jetzt gegangen sind, und der Weg ist vorauszeugbar. Und ich kann den Weg beschreiten, mit meinen Erfahrungen, dass gegen die Demografie in diesem Landstrich für Bad Freienwalde, für die Ortsteile, etwas Positives dabei rauskommen kann. Das war die Pflicht. Jetzt kommt die Kür. Jetzt kommen Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. Und ich lade ein, nach vorne zu kommen, und melden ist nicht, du musst schon nach vorne. Naja, ja klar, mach einen Anfang. Jetzt geht's los, wenn du der Erste bist, dann... Wichtig ist, einmal kurz sagen, Name, woher man kommt, und dann die Frage und an wen die Frage geht. Das kann an einen sein, das können an zwei sein, das können auch an alle sein. Manchmal ist es sogar so, du hältst es noch aus, ja?
Manchmal ist es so, dass die Frage von hier vorne nur an einen Kandidaten geht. Ich aber finde, dass das so interessant ist, dass man die ruhig mal an alle stellen kann. Das kann also auch durchaus passieren. Aber jetzt. Ja. Mein Name ist Detlef Wieland, Bad Freienwald, ich bin Stadtverordneter. Ich hätte an zwei Kandidaten die gleiche Frage, und zwar an Frau Stölzel und an Winking. Das ist eine Frage, die die Stadt Bad Freienwalde schon länger hier bewegt. Und ich sage mal, es ist das Top-Thema Nummer eins, und zwar die Brücke. Frau Stölzel hat sich ja schon eingegeben darin und hat gesagt, die Brücke muss bleiben. Frau Stölzel und Herr Wicki, meine Frage, das hört sich gut an, die Brücke muss bleiben. Sie müssen mal kurz begründen, beide hintereinander, dann Frau Stölzel zuerst, wie Sie das bewerkstelligen wollen. Das interessiert mich. Danke. Darf ich? Also, es gibt ja neue Erkenntnisse durch die Vorstellung der vier Varianten zur Brücke in der Einwohnerversammlung vom 4.4.2017. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass nicht nur ich mich mit diesen vier Varianten absolut nicht identifizieren kann und diese Varianten meiner Meinung nach absolut nicht durchdacht sind. Es geht dabei los, dass es keine vernünftige Möglichkeit gibt, die Straße zu überqueren, weder für Schulkinder noch für Behinderte noch für Senioren. Und das muss einfach gesagt werden. Des Weiteren gäbe es eine viel zu hohe Steigung. Ich glaube 8% wären es, 7,88%. Das wäre unmöglich, dass man da anständig bremsen kann und vor allem auch Rücksicht nehmen kann auf die Kinder, die vom Turn zum Gymnasium laufen wollen. Die Rentner, Senioren, die über die Straße gehen möchten. Das sind alles Fragen, die offen sind und die nicht vernünftig beantwortet wurden, indem man sagt, man baut man installiert einen Zebrastreifen. Diese Möglichkeit, die muss einfach bleiben, abgesehen davon, dass es die Stadt in ein komplettes Verkehrschaos stürzen würde, da es nie funktioniert, wenn zwei vielbefahrene Bundesstraßen aufeinandertreffen in Form eines Kreisverkehrs. Man sieht es in Strausberg, man sieht es in Bernau, es funktioniert nicht. Es ist so. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn ich weiterreden dürfte. Und aufgrund dieser Erkenntnisse könnte man natürlich ansetzen, aufgrund dieser Erkenntnisse kann man ansetzen und sagen, man bringt den Abriss der Brücke zu einem neuen Beschluss, dadurch, dass diese vier Varianten nicht akzeptabel sind. Dankeschön. Bevor Herr Winking antwortet, weil die Frage zuerst an Frau Schölze ging, ist die Frage beantwortet. Nicht direkt, sage ich mal. Dann sagt ans Mikro. Die anderen oben auf der Empore würden das auch gerne. Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Antwort. Und zwar, Sie haben zum Schluss den Satz gesagt, da muss ein neuer Beschluss her. Ja, so einfach ist das eben nicht. Wie soll der Beschluss herbeigeführt werden? Da müssen Sie ja eine Mehrheit im Stadtparlament erstmal mobilisieren. Und das wird sicher etwas schwierig werden. Aber darauf müssen Sie noch mal kurz eingehen, bitte. Ja? Erstmal kann ich nicht mehr tun, als auf die Vernunft der Stadtverordneten zu appellieren. Ansonsten müsste man entweder eine neue Bürgerinitiative installieren oder aber man sagt, wir haben ja für das Bürgerbudget, gibt es ja solche mobilen Wahlurnen, nenne ich sie einfach mal, diese elektrischen, dass man sagt, man stellt die auf und jeder Bürger, der möchte, darf dort abstimmen. Brücke erhalten, Brücke abreißen. Dass man dieses Ergebnis in der Bestimmung der Stadtverordneten mit berücksichtigt, denn das ist in dem Moment der Wille der Bürger und man sollte in einer Demokratie immer auf den Willen der Bürger eingehen. Und diesen nicht außen vor lassen. Abgesehen davon, dass es schon einen Bürgerentscheid gab, mit dem es eine absolute Mehrheit für die Brücke gab. Nein. Doch, das ist Fakt. Abgesehen, das Quorum wurde nicht erfüllt. Ja, aber die Wahl wurde im Prinzip gewonnen. Auch wenn das Quorum nicht erfüllt wurde. Punkt. Okay. Herr Winkel. Und wenn Sie alle, ich kann das verstehen, ja, dass man miteinander murmeln will und dass man miteinander auch seinen Gefühlen Ausdruck verleihen möchte, aber stellen Sie vor, wenn jeder von uns macht, dann ergibt es so einen Lautteppich, dass man sich gar nicht mehr wirklich versteht. Und wir sind ja heute Abend hier, um uns miteinander zu verstehen. Und deswegen versuchen Sie das ein wenig runterzufahren. Herr Winkel. Ja, also wenn ich nicht so nervös wäre, könnte ich auch alles unterbringen, was ich erzählen möchte.
Also ich bin auch für den Erhalt der Brücke aus folgendem Grund. Also ich bin erst vor ein paar Jahren hier in die Stadt reingekommen und habe gedacht, mein Gott, dieser Betonklotz, oh, der zerschneidet die Stadt. Ich wohne hinten im Kurviertel und denke mir, also es kann nicht sein, die Brücke muss weg, absolut. Bei der zweiten Überlegung, die ich getroffen habe, es war nicht die Brücke, es ist die Straße, die die Stadt zerschneidet. Und die Möglichkeit, aus dem Kurviertel rauszukommen, für Kinder, Behinderte und ältere Menschen, ist mit dem Kreisverkehr in meinen Augen so nicht möglich. So ist optimal. Man kann unter der Brücke unterher, an der Polizeiwache vorbei und ist in der Stadt. Optimal. Da können keine LKWs drunter herfahren, die Brücke ist entsprechend niedrig. Und jeder, der weiß, also in der Geschichte, alle Brücken, die irgendwann mal abgerissen worden sind, da hat es im Norden leid getan. Das ist so wahr. Brücken abreißen macht man nur einmal, sie wieder aufbauen ist eine zweite Sache, weil viel Geld kostet. Jetzt kommt noch dazu, dass ich mir überlegt habe, was kann man machen, um die Brücke zu erhalten, um den Verkehr flüssig zu machen. Da habe ich meine, Kreisverkehre sind natürlich gut, weil die den Verkehr eigentlich flüssiger machen. Bloß dort, wo er hingeplant worden ist, mit diesen vier Varianten, in meinen Augen völlig falsch, ein Stück weiter einen Kreisverkehr zu installieren, wäre in meinen Augen viel sinnvoller. Oder hinten noch weiter Richtung Polen runter, also jetzt nicht ganz so weit, um nach Kaufland zu kommen und dort wieder eine Verbindung zur anderen Straße, zu 167 zu bekommen. Ich finde sowieso, dass dieses Verkehrskonzept in Bad Freienwalde völlig neu gedacht werden muss, also großräumiger, um Bad Freienwalde zu umfahren, vielleicht rechtsrum oder linksrum, je nachdem, die Parkplätze sind da und diese sollte man nutzen. Und dann, denke ich, sollte man die Innenstadt beruhigen, weil es ist überhaupt nicht möglich, am Freitagnachmittag die Straße zu queren in der Innenstadt. Und abends, da werden Rennen gefahren, also Beschleunigungsrennen, okay. Jeder, der das weiß. Also ich möchte noch eins dazu sagen, ich habe mich noch weiter erkundigt, auch mit einem anderen Verkehrssystem. Ich könnte mir vorstellen, kleine selbstfahrende Busse einzusetzen und dort vom Bahnhof zum Kaufland ins Kurviertel ein ganz neues Verkehrssystem zu entwickeln, was gerade auch vorgestellt wird. Ich hab mich da schon längere Zeit mit beschäftigt. Und ich könnte mir vorstellen, da müssen einfach andere Dinge geplant werden und in Angriff genommen werden. Danke. Okay. Ich habe die Frage so verstanden, also ich versuche mal, Sie wiederzugeben, wie wollen Sie das eigentlich bewerkstelligen, dass die Brücke erhalten bleibt? Die Frage ging ja nicht darum, nach den Gründen zu fragen, sondern wie wollt ihr das machen, dass die Brücke steht? So habe ich es verstanden, also dass sie stehen bleibt. Also wie erfolgt das, dass am Ende die Brücke stehen bleibt? Und, ja, genau. Und ich würde die Frage, weil sie ja nun doch irgendwie, und ich habe ja so ein bisschen insgeheime Wetten abgeschlossen, muss ich ja ehrlicherweise zugeben, wann die Frage nach der Brücke heute kommt. Und ich hatte recht übrigens. Es gibt noch ein anderes Thema. Ich bin gespannt, ob ich heute damit recht habe. Ich würde gerne diese Frage nach der Brücke ja oder nein, damit wir sie heute Abend in aller Ausführlichkeit einmal behandelt haben, damit wir sie aber auch wegschieben können danach. Denn ich würde gerne auch mehr wissen von dem da vorne. Ich möchte gerne wissen, nicht nur, warum sie jetzt hier sitzen und ob sie für oder gegen Brücke sind, sondern was habt ihr eigentlich in euren Taschen dabei, dass ihr uns im Rathaus vertreten wollt? Und dazu gehört meines Erachtens mehr als Brücke. Aber ich finde, diese Frage sollte einmal kurz an alle gestellt werden. Und hier geht es wirklich drum. In aller Kürze. Ja? Also in der Kürze liegt die Würze. Herr Lehmann, wollen Sie? Brücke, sagen Sie mal was zur Brücke, damit jeder einmal was zur Brücke gesagt hat. Ich glaube, Sie können jetzt erahnen, was ich sage, oder?
wegreißen. Sag doch, das ist doch gut. Moment, wir wollen das ja ganz sachlich, kritisch durchaus erörtern. Sie wissen, dass ich von Anfang an dafür war, dass die Brücke wegkommt, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es seit 2003 eine Auflage ist, für die Kurortanerkennung diesen städtebaulichen Missstand zu beseitigen. Punkt 1, ganz klar. Punkt 2, weil es verkehrsorganisatorisch Möglichkeiten gibt, diese Brücke zu ersetzen. Und Frau Schölze, es sind keine zwei Bundesstraßen mehr, schon lange nicht mehr. Es ist eine Bundesstraße und eine Kreisstraße, die sich da kreuzen. Das sind schon ganz andere Verkehrsbelastungszahlen. Es gibt Verkehrszählungen, es gibt ordentliche ingenieurtechnische Berechnungen. Die vier Varianten, die erarbeitet wurden, befinden sich gegenwärtig im Auditierungsverfahren. Das heißt, von einem unabhängigen Gutachter werden noch einmal die Planentwürfe geprüft und wir haben zum Ende der nächsten Woche die Ergebnisse. Und wir wollen dann auch wieder die nächsten Schritte angehen, das heißt die nächste Bürgerbeteiligung. Die Vorzugsvariante soll mit den Stadtverordneten erörtert werden und ich hoffe und ich glaube auch fest daran, dass wir an diesem Beschluss festhalten, Herr Wieland, und dass wir ihn auch konsequent umsetzen werden und dass wir nach der Realisierung alle sagen, wir haben eine unheimlich städtebauliche Aufwertung für unsere Stadt erreicht an der Stelle. Und wenn Sie es nicht, und wenn Sie es nicht ganz glauben können, Herr Wieland, schauen Sie sich in Deutschland um. Es werden noch mehr Hochstraßen zurückgebaut mit ganz anderen Verkehrsbelastungszahlen. Ich sage Ihnen nur zwei, Hannover und Ludwigshafen. Danke. Herr Günther. Da ich ja ein Kind dieser Stadt bin, bin ich mit dieser Brücke aufgewachsen. Für mich war das als Kind herausragend, unter dieser Brücke zu parken. Ich habe da Emotionen mit. Ja? Ich will nur ganz kurz sagen, dass ich es leid bin, dieses Thema hier, dass das vorherrscht. Es ist auch zweigespalten, diese Stadt. Und wir haben ganz wichtigere Dinge, die wirklich angepackt werden müssen. Ich möchte auch nur sagen, dass ich jetzt ein Exemplarbeispiel habe, dass die Brücke abgerissen werden müsste. Denn wenn Sie aus Pankow rausfahren Richtung Wandlitz, haben Sie eine wunderschöne Autobahnbrücke auf der 109. Die ist fast 8 Jahre lang renoviert, saniert und so weiter und so fort. Diese Brücke ist jetzt komplett gesperrt. Aus alt wird nicht neu. Wir wissen nicht, was in 20 Jahren mit dieser Brücke ist. Und ich könnte, selbst wenn ich Bürgermeister dieser Stadt bin, wäre, ich könnte nicht mit dieser Gewissensentscheidung leben, meinen Kindern und Kindeskindern dieses Wagnis in die Zukunft mitzuvererben. Denn wir wissen nicht, was in 20 Jahren ist und das kostet alles Geld und ich weiß nicht, ob unsere Kinder und Kindeskinder mit der Politik, die diese Regierungen der letzten Jahrzehnte angerichtet haben, ob dann dieses Geld zur Verfügung stünde. Und ein Kreisverkehr kann geregelt werden und ich weiß, dass in diesen Ausschreibungen und diesen Exemplaren sind die Fußgänger noch nicht so richtig berücksichtigt. Da muss dran gearbeitet werden, aber es führt kein Weg dran vorbei, diese Brücke abzureißen. Frau Schölze meldet sich bitte erst Frau Lieske und dann ganz kurze Reaktion. Ja, für mich steht der Moorheilbad-Status von Bad Freienwalde auf dem Spiel. Und dazu ist das, die Brücke ein ganz entscheidendes Element. Die findet sich in allen Stellungnahmen, die vom Landesfachbeirat dazu abgegeben worden sind, wieder. Die Stadtverordnetenversammlung und auch die Bürger der Stadt Bad Freienwalde haben es sich bei diesem Thema nicht leicht gemacht. Es gibt, wie Frau Schölze schon gesagt hat, mehrere Bürgerinitiativen zu diesem Thema. Eine pro, eine gegen und jetzt wieder eine pro Brücke. Und ich sage, es ist jetzt die Zeit, tatsächlich dem Anspruch des Landesfachbeirates zu entsprechen und die Zeit zu nutzen. Diese Brücke ist sanierungsbedürftig, die muss sowieso runtergenommen werden. Es ist jetzt an der Zeit, diesen städtebaulichen Missstand zu beseitigen. Und gleichzeitig muss die Stadt Bad Freienwalde sich darum kümmern, dass eine weitere Auflage oder ein weiteres Erfordernis erfüllt wird. Das heißt, die Ortsumfahrung von Bad Freienwalde nicht weiter nach hinten rauszuschieben, sondern daran zu arbeiten, gemeinsam mit den entsprechenden Ämtern, also sprich mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen und auch mit dem Bund, die Ortsumfahrung bis zum Jahr 2030 vorzubereiten. Das hört sich jetzt lange an, 2030. Aber wir wissen alle, wie schnell die letzten 25, 26 Jahre vergangen sind. Ich glaube, beides muss man jetzt gemeinsam machen. Eine kurze Erwiderung. Eine kurze Erwiderung und eine Ergänzung an das, was Herr Winking gesagt hatte. Herr Winking sagte, ihm wäre
also als er das erste Mal mit der Brücke konfrontiert wurde, dachte er, die Brücke würde die Stadt teilen. Da sollte man sich fragen, teilt eine Brücke die Stadt oder teilt ein Kreisverkehr die Stadt, bei dem das Kurviertel eine Sackgasse wäre? Frage Nummer eins. Des Weiteren möchte ich an das anschließen, was Herr Günther gesagt hatte. Herr Günther sagte ja, es gäbe eine Autobahnbrücke in Berlin, die jetzt gesperrt ist, die immer restauriert wurde, aber wir haben es ja hierbei nicht mit einer Autobahnbrücke zu tun. Die Brücke wurde ja damals konzipiert, damit unter anderem auch Panzer darüber rollen können. Von daher haben wir ja ganz andere, zumindest was ich jetzt denken würde, ganz andere Baumaßnahmen und ganz andere Statiken, die da verwendet wurden, die da einberechnet wurden. Von daher kann man das meiner Meinung nach nicht komplett vergleichen. Okay. Außerdem, ein Satz noch, außerdem ist die Sache, also es handelt es sich um die B-158, es handelt sich um eine Bundesstraße, demnach trägt die Sanierungskosten vollständig der Bund. Okay. Ich habe es gesehen, Herr Günther, aber ich würde gerne zu einem anderen Thema. Ich kann es ja selber nicht fassen, dass diese Brücke nach so kurzer Zeit wieder kaputt gegangen ist, Richtung Pankow, Richtung Wandlitz, das ist die 109 und die hat ganz andere, also wie gesagt, das ist eine Autobahn-Auf- und Abfahrt, die ist komplett gesperrt und die hat ganz andere Verkehrskennzahlen als diese Brücke hier, wo wirklich relativ wenig Verkehr im Gegensatz zu dieser Brücke rüberfährt. Und die ist einfach zu, da sind Millionen versickert in diese Brücke und ich kann es nicht für gut halten. Okay, Dankeschön. Sie merken selber, ne? Die Brücke ist emotional beladen. Aber ich würde sagen, lassen Sie uns doch bitte noch ein paar andere Themen heute Abend besprechen. Ich habe Sie zuerst gesehen mit einer Frage, du kannst auch, aber wenn Sie nach vorne kommen würden. Also, Thema Brücke, hochemotional. Wir wissen jetzt, wofür jeder steht und ich hoffe, dass wir jetzt eventuell auch in ein anderes Thema kommen. Danke. Frag mal ganz demokratisch, mag jemand anfangen? Sonst sag ich. Zwei, drei Sätze hat sie gesagt. Gut, zwei, drei Sätze. Ja, es ist schon weg. Passen auf. Wir haben doch ein riesiges demografisches Problem. Und wir haben sehr viele leerstehende Wohnungen. Wir brauchen, bevor wir zum Beispiel jetzt Neuenhagen anfassen mit diesem Entwässerungskonzept, was sehr viel Kräfte bindet, müssen wir hier sämtliche Leerwohnungen, meiner Meinung nach, seniorengerecht renovieren, sanieren. Wir brauchen Zuzug aus dem ganzen Bundesgebiet, denn ich sage Ihnen das, man muss ein bisschen marketingtechnisch da auch rangehen. Bad Freienwalde findet in der Außenwahrnehmung in der Bundesrepublik sehr wenig statt. Und das ist nicht in zwei, drei Sätzen zu schaffen, das sage ich Ihnen. Und genau da muss man ansetzen, dass man wieder Zuzug, Kaufkraft nach Bad Freienwalde bekommt. Und wir haben zwar diese Heilklinik hier, aber das ist mir persönlich zu wenig. Wir müssten viel mehr, weil ich mich in dieser Branche auch ein bisschen auskenne, müssten wir viel mehr Selbstständige animieren, hierher zu ziehen. Wir haben den Wohnraum, wir müssen ihn schmackhaft präsentieren und wir müssen kaufkraftfähige Senioren, aber auch Junge, die hier leben wollen, ermutigen, hierher zu kommen und das Konzept dafür muss ausgearbeitet werden, das kostet nicht viel Geld. Okay, das war Frage 1. In einer kürzeren Variante die Frage Nummer 2, wie schaffen wir das, dass die Gräben zwischen den Bürgerinnen und Bürgern wieder weniger werden? War ja die zweite Frage, ne? Wie geht das miteinander weiter? Ja, das ist wichtig. Und zwar bitte ich darum, dass die Brückenbefürworter in sich gehen
und sagen, es ist jetzt passé, dieses Thema ist abgeschlossen, es gibt dafür einen Bürgerentscheid und es gibt dafür jetzt auch die Mittel und wir müssen nach vorne schauen und das Thema ist abgeschlossen und wir müssen nach vorne schauen und etwas Positives bewirken und da muss man auch, das kann keiner im Rathaus entscheiden, das muss man auch gemeinsam machen, auf Foren, wir müssen darüber reden, jeder hat Ideen und das ist für eine Schulter alleine zu wenig. Deshalb würde ich auch die Bürger mit einbinden. Gemeinsam sind wir viel stärker. Gut, danke. Frau Lieske, gleiche Frage. Ja, Frau Gollung, Sie haben eine ganz wichtige Frage angesprochen. Die Gräben, die in Bad Freienwalde existieren, die wieder zu schließen, ist, glaube ich, eine große, große Aufgabenstellung, für die ich jetzt im Moment noch kein Patentrezept habe. Aber ich glaube, Transparenz in dem, was man tut, ob als Bürgermeister, als Stadtverordneter, aber auch in Einbeziehung der Bürgerschaft, kann eine ganze Menge bewegen. Miteinander reden und kommunizieren. Und so viel Offenheit wie möglich ist, darzustellen. Das kostet Zeit, das kostet Kraft, aber das ist für Bad Freienwalde aus meiner Sicht bitter nötig, dass man wieder aufeinander zugeht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Bei dem Thema Finanzkraft sehe ich nicht so schwarz. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Bad Freienwalde ist Mittelzentrum, bekommt dafür auch ein extra Geld gezahlt. Das sind 800.000 Euro im Jahr, nicht wenig, ist nicht mal umlagerelevant. Also es bleibt tatsächlich im Stadtsäckel. Und das kann man auch für seine Kommunen und für seine Ortsteile entsprechend verwenden. Und als allererste Herausforderung ist es, glaube ich, wirklich wichtig für Bad Freienwalde, das Thema Kurstadtstatus richtig auszufüllen. Mit dem Kurentwicklungskonzept. Da sind Maßnahmen enthalten, die vorrangig anzugehen sind. Und dafür braucht man auch wirklich, glaube ich, erstmal die gesamte Finanzkraft, ohne die Ortsteile zu vernachlässigen. Und für mich ist auch immer nicht nur ein Zauberwort, sondern etwas, was auch wichtig ist, dass man mit den Kommunen im Umfeld gut und kraftvoll zusammenarbeitet. Ich glaube, Kooperationen sind noch stärker für diese Region wichtig. Kooperation mit Friezen, Kooperation mit Eberswalde. Sie haben das als schlimme Stadt bezeichnet. Ich glaube nicht, dass Eberswalde eine schlimme Stadt ist, sondern ich glaube, wir können uns alle hier mit den Entwicklungen durchaus sehen lassen, aber wir können aus Kooperationen im Verbund noch mehr herausholen. Da bin ich mir ganz sicher. Herr Winking, also ich denke, man sollte einmal auf die Dinge, die vorhanden sind, Wert legen, also einmal die Kurklinik ausbauen, mehr Schlafplätze schaffen, indem man ein Hotel baut und neue Bäder installiert, einen Wellnessbereich einrichtet und dass man dann auch versucht, junge Menschen herzuholen, um die Stadt zu beleben. Dann diese jungen Menschen müssen irgendwie vielleicht hier Arbeit finden oder in Richtung Berlin und da muss eine schnelle Verkehrsanbindung geschaffen werden. Ich denke mal, wenn man die Züge alleine um eine halbe Stunde schneller nach Berlin oder in Richtung Berlin bekommt, dann wäre viel gewonnen. Dann würden sich viele Leute hier ansiedeln wollen und wie gesagt, der demografische Effekt ist da, die Menschen werden älter, die jungen Menschen werden benötigt auch, um die Älteren wieder zu pflegen. Und dann ist einmal der Verdrängungswettbewerb in Berlin ist da. Und wenn man dann hingeht und die Leute kommen eben schneller her, dann würde sich auch mit dem Tourismus mehr entwickeln. Dann, wenn die Innenstadt beruhigter wäre vom Verkehr, könnte man wieder Geschäfte installieren, Außenlokale, Restaurants und man würde die Stadt wohnlicher gestalten. Also alles Punkte, die ineinander greifen. Da kommt eines zum anderen. Und wenn ich dann eben nochmal wieder auf dieses Verkehrskonzept zurückkommen darf, da muss etwas getan werden. Und da, wenn man dann alle Punkte gemeinsam betrachtet, dann wäre die Stadt nach vorne zu entwickeln. Also in meinen Augen ginge das durchaus in den nächsten Jahren zu schaffen. Herr Winking, ja? Einmal kurze Unterbrechung. Ich glaube, dass die Frage gerade nicht, oder die Antwort nicht die Antwort auf die Frage ist, die gestellt worden ist. Und ich würde gerne nochmal bitten, dass Sie die Frage nochmal wiederholen. Also meine Frage war gewesen, wie möchte
finanziellen Ausstattung. Aber es ist ja immer eine Sache auch der Finanzen, die der Stadt und den Ortsteilen, die darf man ja nicht aus dem Auge verlieren, wie wollen sie das machen, nicht was sie machen möchten oder dass junge Leute herkommen müssen. Das sind alles Visionen, die wir auch haben. Also ich kann Ihnen auch gerne jetzt hier 20 Minuten erzählen, was man alles Tolles machen kann, sondern wie möchten Sie es machen, wenn Sie Bürgermeister werden? Also ich würde ganz gerne die Bahnstrecke wieder nach Berlin aktivieren, über Werneuchen. Und bitte, dazu habe ich mir überlegt, dass man unter Umständen mit der Stadt Wriezen die suchen unbedingt für das Frankenfeld ein Konzept, was da zu machen wäre, und überlegen, dort Solarzellen zu installieren und so weiter. Und wenn man mit der Stadt Wriezen die Erfahrung in der Justiz, mit dem Justizwesen und der Justizvollzugsanstalt hätte, gemeinsam ein neues Gefängnis bauen würde in Frankenfeld und dafür dann die Eisenbahn nutzen könnte, dass diese wieder neu entwickelt wird. Also man könnte dort schon Dinge in Angriff nehmen, die man macht. Okay. Aus! Beruhigen Sie sich mal ein bisschen. Und solche Zwischentöne sind richtig blöd. Ja? Und das gebietet diese Kirche nicht. Wir reden hier miteinander auf Augenhöhe. Und das heißt, wir respektieren uns. Und wenn der Mensch vorne eine Idee wiedergibt, die Ihnen nicht gefällt, dann ist es Ihr Problem, aber dann müssen Sie nicht diffamierend wirksam werden. Das gilt für diese Kirche wie im normalen Leben da draußen auch. Frau Scholze. Ja, also zuerst mal kommen wir zu dem angenehmeren Thema der Versöhnung. Wir haben schon eine Art Gremium, das dafür sorgt, die Leute zu verbinden, und in dem befinden wir uns gerade. Wir haben den Kurstadtdialog, und der Kurstadtdialog wurde genau aus diesem Zweck gegründet, dass die Leute wieder zueinander finden, dass die Leute miteinander reden können. Und genauso sollte er auch fortbestehen und weitergeführt werden. Und zum Thema der Finanzierung, man muss schauen, was man hat und was man mit dem Budget machen kann. Und vor allem, was man einsparen kann in dem Budget. Beispielsweise, indem man weniger Machbarkeitsstudien durchführt. Und dann muss man natürlich schauen, was man mit dem vorhandenen Geld am besten und am sinnvollsten zuerst anstellt. Stichwort Nachhaltigkeit. Herr Lehmann. Also in einem Punkt, Frau Schölze, kann ich Ihnen wirklich uneingeschränkt zustimmen. Mit dem Kurstadtdialog haben wir eine gute Plattform gefunden. Engagierte Menschen hier aus Bad Freienwalde, die sagen, jawohl, wir wollen uns den Streitthemen zuwenden. Finde ich echt toll, und sie gehören auch voll in unsere Mitte, und wir möchten auch gerne alle daran mitwirken und sie unterstützen, denn sie sind auch eine Auflage aus der Kurort-Anerkennung, nämlich ein kontinuierlicher Dialogprozess. Und meine persönliche Wahrnehmung ist auch, dass wir diese Gräben in den letzten einem Jahr schon erheblich zugeschüttet haben, die noch vor über einem Jahr waren, als die Bürgerentscheide waren. Ich persönlich nehme es so wahr, dass viele diesen Streit doch in großen Teilen überwunden haben, der natürlich an diesem zentralen Thema sich orientierte, Brückenabriss, und das zweite zentrale Thema Abwassergebühren und Beiträge waren. Wir haben wieder etwas mehr Normalität und harmonischeren Umgang miteinander hier in unserer Stadt. Dazu haben beide Seiten dazugelernt, will ich auch für mich hier schon ganz frei einräumen. Was die Finanzen betrifft, liebe Frau Gollung, Bad Freienwalde kann zurzeit noch eine sehr, sehr solide Basis vorweisen. Das war vor 15 Jahren nicht der Fall. Da konnten wir am Ende des Jahres keine Löhne und Gehälter mehr zahlen. Wir waren im Kassenkredit mit 5 Millionen verankert. Inzwischen haben dann durch Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung mehrere Konsolidierungsmaßnahmen ihren Inhalt gefunden. Wir haben konsequent gespart, Haustarifvertrag, wir haben betriebsbedingte Kündigungen aussprechen müssen, wir haben Privatisierungen vorgenommen, und die Stadt Bad Freienwalde ist seit 2007 in einem ausgeglichenen Haushalt, und wir haben das Jahr 2017 mit einer Rücklage von etwas mehr als 4 Millionen beginnen können. Wir haben aber auch, ich sagte vorhin, die Konzepte, Kurortentwicklungskonzept, das Stadtentwicklungskonzept, Sanierungsplan und das Programm Soziale Stadt. Daraus hat die Stadtverordnetenversammlung eine Prioritätenliste beschlossen. Daraus sind 54 Investitionsmaßnahmen
mit einem Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro. Es wird der Stadt Bad Freienwalde in der Tat in den nächsten Jahren alles abverlangen. Wenn wir unser Ausgabeverhalten so beibehalten, für alle Bereiche, Kita, Schule, Vereinsunterstützung, Straßenbauunterhaltung, Feuerwehr, dann werden wir sicherlich an die Grenze unserer finanziellen Leistungsfähigkeit kommen. Davon bin ich überzeugt, in den nächsten 4 bis 5 Jahren. Und dann heißt es wieder, neu zu überlegen, wie stemmen wir die Herausforderungen. Die sind mit Sicherheit in der demografischen Entwicklung zu finden, da einhergehend mit erhöhtem Leerstand und erhöhter Sanierungsaufwand in den Wohnungen und in der Straßenunterhaltung. Und wenn wir die demografische Entwicklung sehen, dann wissen wir, dass wir auch zukünftig weniger Zuweisungen bekommen. Das heißt also, wir werden auch, um das Wort Nachhaltigkeit nochmal aufzugreifen, uns ganz schön anstrengen müssen im nächsten Jahrzehnt. Vielen Dank. Jetzt sage ich mal als Bürger, auf die Frage mit den Ortsteilen ist keiner eingegangen. So eine Feststellung. Ja, so halb. Also, nur mal so eine Feststellung. Herr Brunner, du musst jetzt nicht mehr sagen, wie du heißt, ich habe es ja schon verraten. Aber darfst du gerne trotzdem noch mal. Mein Name ist Christian Brunnert, Bürger der Kurstadt, der Kernstadt hier auch. Wir haben da einiges, man könnte, man müsste, man sollte gehört. Mich würde interessieren von, ja, besser zu verstehen so, mich würde interessieren konkret von allen Bewerbern, welche ganz konkreten 2, 3 Maßnahmen würden Sie dann konkret im Falle Ihrer Wahl sofort anpacken, so für die nächsten 1, 2, 3 Jahre, die auch im Verantwortungsbereich der Stadt liegen, wohlgemerkt. Eisenbahn ist ja eine ganz andere Sache noch und Bundesstraßen, die im Verantwortungsbereich der Stadt liegen und auch die derzeitigen Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten der Stadt berücksichtigen. Welche 2, 3 ganz konkreten Projekte wären Ihnen am wichtigsten und würden Sie sofort anpacken? Wer soll anfangen? Frau Lieske, 2, 3 Möglichkeiten, 2, 3 Maßnahmen. Das heißt, jetzt nicht jede Maßnahme, das sage ich jetzt jedem, ja, nicht jede Maßnahme in 30 Sätzen erklären, sondern einfach stichwortartig mal benennen. Also ich fange mal an mit dem Abriss der Brücke und der Straße, die dazugehört. Das muss sogenannt in Sack und Tüten gebracht werden. Und ich sage jetzt auch mal die Variantendiskussion unter einer breiten Beteiligung der Öffentlichkeit. Das gehört für mich dazu. Und wenn Herr Lehmann sagt, die 4 Varianten stehen jetzt zum Audit an, dann wird ja hoffentlich noch, werden ja hoffentlich 2 oder 3 Varianten eventuell übrig bleiben, die man dann auch nochmal mit der Bevölkerung diskutieren kann und wo man auch nochmal die Meinungsreflexion machen muss. Okay, 2, 3 Maßnahmen. Ja, 2, 3 Maßnahmen. Dann vielleicht nochmal zu den Ortsteilen. Ich glaube, mit den Ortsteilen, das muss Chefsache sein. Ja? Die Ortsteile müssen, einmal im Jahr muss der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin mindestens vor Ort in den Ortsteilen sein und sich mit denen zusammentun. Bei uns war es so, wir haben einmal im Monat in Letschin haben wir mit den Ortsbürgermeistern zusammengesessen und haben bestimmte Dinge auch abgesprochen, die sowohl den Kernort als auch die Ortsteile betreffen. Das gehört für mich auch dazu, dass man sich mit denen auf gleicher Augenhöhe beschäftigt. Und natürlich gehört das Vorortentwicklungskonzept dazu. Mit den Sachen, die da wichtig sind, Kurmittelhaus, das gilt auszubauen, das Kurmittel selbst in der Anwendung stärker zu bringen, gilt es auszubauen und das Thema der Übernachtungskapazitäten für Bad Freienwalde. Und ich sage, das Letzte ist das Schwierigste. Das Letzte ist das Schwierigste, dabei dafür brauchen Sie tatsächlich Investoren, sowohl für Gastronomie als auch für Übernachtung. Und da heißt es Klinken putzen gehen. Putzen außerhalb von Bad Freienwalde. Da heißt es nicht den Moloch von Berlin, ich empfinde Berlin als große Chance für unsere Region. In Berlin, in Potsdam und an anderer Stelle, da wo gute Gastronomen sitzen, Klinken putzen. Um das, was hier an Potenzial in Bad Freienwalde da ist, eventuell auch mit privaten Investoren zu bekommen. Das wären die wichtigsten Vorhaben aus meiner Sicht zuerst. Vielen Dank. Herr Günther und seine Rede. Erstens, das Gesamtbild von Bad Freienwalde und auch den Ortsteilen muss natürlich erhöht werden, das muss hübscher werden. Wir haben noch gewisse Schandflecken, es ist viel getan worden. Der Bahnhof ist ein Beispiel. Ne? Der 2 und 3, der sieht schlimm aus. Das ist der erste Eindruck.
von Bad Rheinweil. Und wenn man reinfährt, man sieht ja gar nicht die 158, nirgendwo ist Werbung. Also die, zweitens, die Werbung muss komplett hochgefahren werden für Bad Rheinweil. Die Außenwahrnehmung findet quasi so gut wie nicht statt. Wir haben ein gutes Tourismuskonzept, aber das reicht nicht, wenn die Leute hier vor Ort sich das alles anschauen können und eine schöne Internetseite. Man muss raus, Klinken putzen. Sie sagten, Moloch gibt es nicht in Berlin. Ich sage Ihnen was, ich habe da, tausende Rentnern keine Wohnung vermieten können, weil die Mietpreise so exorbitant gestiegen sind. Und wenn ich sage, wir müssen um diese Leute werben, diese Leute sind keine Bittsteller, beziehungsweise die Leute haben monatlich Geld, die bringen Kaufkraft mit. Ich habe mir das doch gut überlegt. Man kann diese Leute erreichen, wir brauchen nicht Hunderttausende, wir brauchen Tausende. Wir müssen hier vor Ort dann mit diesem neuen Potenzial müssen wir auch Arbeitsplätze für Junge herstellen können. Das ist wichtig, dass wir Jahr für Jahr Leute hier bekommen. Und es kostet auch nicht so einen großen Batzen Geld. Diese Wohnungen, diese Häuser, sanierungsbedürftig sind einige davon. Man kann die relativ günstig wieder herstellen, dass die bewohnbar sind. So schlimm ist es nicht. Vom Erdgeschoss bis zur zweiten Etage muss man für diese Senioren günstige Rahmenbedingungen schaffen. Und 3-4, was oben ist, zum Beispiel in den oberen Etagen für junge Familien, auch sehr günstig. Man kann mit günstigem kommunalen Wohnraum hier vor Ort so viel erreichen. Aber wir brauchen so einen Leuchtturmcharakter für Bad Rheinwalde. Werbung, wir müssen stattfinden, das muss jedem klar sein. Und da geht es nur, wenn auch jeder Rheinwalder, jeder von den Ortsteilen, aber auch Wietzen, Ullerberg und so weiter, wenn Bad Rheinwalde ist der einzige Leuchtturm mit dieser Altstadt, mit diesem Altstadt-Flair, und wir können hier so viel erreichen. Wir sind eine geschichtliche Kaiser-Heil-Stadt. Wir müssen da anknüpfen. Und das sehe ich einfach nicht. Gut. Danke. Zwei, drei Maßnahmen. Ja, ich würde sagen direkt als allererstes, das Hotel muss gebaut werden, dass Leute hier übernachten können in Verbindung mit der Kurklinik, dass auch Bäder errichtet werden können, Wellness entsteht, dass Leute herkommen. Dann die Innenstadt müsste verkehrstechnisch beruhigt werden und der Bahnhof müsste sofort in Angriff genommen werden, weil das die Visitenkarte der Stadt ist. Und man muss wirklich überlegen, wie mache ich Bad Freienwalde verkehrstechnisch attraktiv, dass die Leute bleiben, planieren, in die Stadt gehen, sich setzen und so weiter, diese ganzen Dinge. Also ich sehe noch den Brückenabriss, der gibt Riesenprobleme und dann wird auch schon ein schöner Grünfleck wird auch weggemacht. Nicht? Also wollte ich nur dazu gesagt haben. Okay, vielen Dank. Frau Schölze, Zwei, drei Maßnahmen, natürlich. Zuerst die wichtigste Maßnahme, da sie uns alle betrifft, der Erhalt der Brücke. Maßnahme Nummer zwei, das Bild der Stadt verbessern. Beispielsweise, indem man den Bahnhof ausbaut. Zum Bild der Stadt gehört aber auch meiner Meinung nach ein Begegnungszentrum für Jung und Alt, in dem es ein kleines Café gibt, ein Billard- und Tischkickerraum, in dem man zusammenkommen kann, sich unterhalten kann, ein Lesezimmer eventuell, wo auch immer ein Sozialarbeiter ist, damit die Jugend, die von der Straße geholt wird, durch dieses Begegnungszentrum auch mit ihren Problemen irgendwo ankommt. Und abends, am Wochenende, könnte man auch beispielsweise Tanzveranstaltungen stattfinden lassen. Des Weiteren die dritte Maßnahme, und meiner Meinung nach kommt das Beste zum Schluss, die Einfuhr einer direkten oder annähernd direkten Demokratie in der Stadt Bad Freienwalde. Und wenn eine Wahl sittenwidrig war, dann wird sich nicht entschuldigt, dann wird sie wiederholt. Punkt. Herr Lehmann, zwei, drei Maßnahmen. Also ausgehend von unserem Leitbild für die Stadt, historische Kurstadt mit besonderen Angeboten zum gesund werden, gesund bleiben und genießen, hat es Frau Lieske schon richtig eingeschätzt. Die Arbeit am Kurmittelhaus zur Erweiterung bzw. zur Modernisierung und Erweiterung ist die vordringlichste Maßnahme, weil es auch eine Auflage ist für die Kurortanerkennung. Zu dieser Auflage haben wir bereits einen Architektenvertrag geschlossen und es werden gegenwärtig die Varianten erarbeitet, um sie mit der Denkmalpflege abzustimmen. Zweite Maßnahme, auch das haben Sie richtig eingeschätzt, Frau Lieske, ist auch eine Auflage, nämlich Verbesserungen bei der Beherbergung und bei der Gastronomie zu erwirken. Hier ist es unsere Aufgabe, den Privaten
so viel Unterstützung zu geben, Anreize zu geben, dass sie entweder weiter investieren oder neue Standorte entwickeln. Und darüber hinaus, nicht als Klinkenputzen, so will ich es nicht verstehen, aber wir sind soweit, dass wir in dieser Woche zumindest eine stärkere Online-Marketing-Offensive starten können, um Investoren für Bad Freienwalde möglichst zu gewinnen. Und was wir noch vorhaben, ist eine größere Messepräsentation, um auf den Standort Bad Freienwalde aufmerksam zu machen und dafür zu werben. Das sind unsere größten Vorhaben für die kurze Zeit. Alles andere ist angesprochen worden, würde sich jetzt wiederholen. Vielen Dank. Bitte. Ja, sicher. Wer sich meldet, ist dran. Ich gebe jetzt schon mal den Hinweis, solange Sie noch unterwegs sind. Wir haben 10 vor 8. Das heißt, es könnte eventuell die letzte Frage sein. Wie ist das Mikro? Ja, gucken wir mal auf die Frage und dann auf die Antworten. Aber erstmal Sie. Mein Name ist Bratz. Ich wohne hier in Bad Freienwalde seit ungefähr 3 Jahren und ich habe eine Frage an den Herrn Lehmann. Und zwar habe ich erfahren, dass er schon sehr, sehr lange im Amt ist, fast 25 Jahre, was quasi eine ganze Generation entspricht. Und meine Frage ist, mit welchen Argumenten er für eine neue Amtszeit kandidiert, wenn sein Resümee so mager aussieht. Er konnte in den vielen Jahren kein Alleinstellungsmerkmal für den Kurort etablieren. Er bangt permanent um den Kurortstatus. Und wie gesagt, ich wohne seit 3 Jahren hier. Ich komme ursprünglich aus Berlin. Und wie der Herr Günther schon bemerkt hat, ist die Außenwahrnehmung dieses Ortes hier gleich null. Warum ist es ihm in dieser langen Zeit nicht gelungen, das besser zu etablieren? Frage. Also ich glaube, da haben wir unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich könnte Ihnen Statistiken vorlegen zum Bekanntheitsgrad von Bad Freienwalde, die sich da zu dem unterscheiden, was Sie gerade vorgetragen haben. Aber natürlich sind wir mit dem, was wir erreicht haben, nicht so zufrieden. Unser Alleinstellungsmerkmal ist das Naturheilmittel Moor und damit werben wir. Und wenn Sie sich die Fachklinik in Bad Freienwalde angucken, die ist übers Jahr zwischen 95% und 98% ausgelastet. Das sind so viele. Aber leider nur mit Leuten, die dafür einen Krankenschein brauchen. Nicht mit zahlungskräftiger Kundschaft, nicht mit Tagestouristen. Nur mit Leuten, die in Zorea kommen, die bringen kein Geld in die Stadt. Und das ist natürlich ein Wunderpunkt, den Sie ansprechen. Aber wir sagen auch, natürlich sind die Reha-Patienten für uns ganz wichtige Patienten. Wenn Sie daran denken, dass in der Fachklinik ca. 115 Mitarbeiter eine Arbeit finden, vom Hausmeister bis zum Chef, zum Chefarzt jetzt, dann ist das eine Wirtschaftskraft für die Stadt Bad Freienwalde. Und um den Punkt, den Sie angesprochen haben, diese Tagestouristen, diese Gesundheitsurlauber zu gewinnen für die Stadt Bad Freienwalde, haben wir uns als Stadt darum beworben, einen Kristallisationspunkt für den Gesundheitstourismus im Land Brandenburg zu werden. Und zwar mit den zwei Profilthemen, einmal Kur und Reha und zum anderen aktiv in der Natur. Und beides wollen wir aufwerten durch die Wellnessangebote, die auch im Zusammenhang mit dem Kurmühlhaus stehen, die im Zusammenhang mit den Beherbergungsmöglichkeiten als Schlüsselbereich um den Kurpark herum in den Heiligen Hallen stehen. Ich sage mir, das konsequent verfolgt. Und wenn wir alle zusammenstehen, dann bin ich überzeugt, dann schaffen wir das. Und eins noch, und nehmen Sie es jetzt bitte nicht persönlich. Das, was ich bei uns vermisse, ist diese Zuversicht und das feste Vertrauen und die Glauben daran, dass wir die Herausforderung meistern. Vierfach, warten Sie noch den Halbsatz, vierfach wird bei uns gezweifelt und gemeckert. Und das, glaube ich, reicht einfach nicht. Letzte Reaktion. Er sagt, was er gerne machen will. Warum hat er das denn nicht in den letzten 24 Jahren, 23 Jahren getan? Wir können das Gespräch noch ein bisschen so weiterführen. Also ich habe damit nicht das Problem. Nach wie vor sind natürlich Rahmenbedingungen nicht nur von uns beeinflussbar. Ich hatte vorhin gerade gesagt, wir wollen natürlich Anreize schaffen für private Investoren, gerade im Bereich der Beherbergung und Gastronomie. Das ist keine klassische Daseinsaufgabe von Kommunen. Vielfältig
bringt sich ja Kommune nur ein, weil es von privater Hand nicht gehandelt wird. Nicht alles kann der private Markt richten. Das haben wir auch gemerkt. Die Kommune muss aber aufpassen, in welchen Bereichen sie wirtschaftlich tätig wird. Und ich glaube, mit unserer Beteiligung am Kuhmittelhaus, mit der Tourismus GmbH, haben wir uns für unsere Verhältnisse, ich hatte Ihnen ja die Finanzsituation geschildert, in der wir zwischendurch waren. Bad Freienwalde hatte ein ganz enges Korsett, viele Jahre in Haushaltskonsolidierung. Sie können sagen, seit 10 Jahren erholen wir uns Stück für Stück und schauen sich an, was wir in der Infrastruktur geschaffen haben, wie wir das Stadtbild verbessert haben. Glauben Sie, das war für Nulle Bär? Das war es mit Sicherheit nicht. Okay, danke. Danke auf jeden Fall für die Frage. Herr Grundmann hat noch eine, der war echt schneller. Nö. Er hat schon. Jetzt. Genau. Mein Name ist Jörg Grundmann, hier aus Bad Freienwalde. Eine Frage an alle 5 Bewerber mit der Bitte um eine wirklich kurze und knackige Antwort. Wie halten Sie es mit der Weltoffenheit der Stadt Bad Freienwalde unter dem Aspekt dessen, dass die Welt immer kleiner wird, immer enger zusammenrückt, derzeitig eine Jahrhundert- oder Jahrtausend-Völkerwanderung stattfindet? Wären Sie dafür, dass Bad Freienwalde ein willkommener Standort auch für solche Menschen wird, die unter Einfluss von Krieg, Unterdrückung, Vergewaltigung und noch viel schlimmeren Sachen hier in unserer kleinen Stadt auch eine Heimat finden sollten? Danke. Muss ich mal gleich vorab die Kandidatinnen und Kandidaten in Schutz nehmen. Das ist ein Thema, was man nicht wirklich kurz und knackig beantworten kann, Herr Grundmann. Aber die Vorgabe ist kurz und knackig. Aber Herr Grundmann, wer soll denn anfangen? Die jüngste Dame und dann vom Alter her fortsetzen. Wir sprechen uns noch. Kurz und knackig, zumindest versuchen. Kurz und knackig, ja, man kann es ja leicht kurz und knackig formulieren, denn der, der Hilfe braucht, soll Hilfe bekommen, solange er sich hier benimmt und vor allem solange die Stadt auch die Kapazitäten und die Mittel hat, dass dies bewerkstelligt werden kann. Das war kurz und knackig. Vom Alter her, das ist gemein. Herr Günther, ja? Kurz, knackig, versuche ich, schaffe ich nicht. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich war in Neukölln, ich war in Kreuzberg und ich sage Ihnen, dass der Nachteil, dass Bad Freienwalde und die Ortsteile so weit vom Schuss abliegen, wird der zukünftige Vorteil dieser Gemeinde werden. Das kann ich Ihnen sagen, denn der Rückreise bzw. die Rückremigration der jungen Brandenburger, die abweggezogen sind in Westdeutschland oder nach Berlin, die wollen alle zurück. Fragen Sie mal, warum? Die haben die Schnauze voll, wie es da ist. Das möchte ich nicht für meine Heimat. Wir ziehen ja einen Strich in Magdeburg. Wer fliehen muss, der muss fliehen. Wenn das junge Frauen sind, wenn das Frauen sind, wenn das Kinder sind, dann sind das Flüchtlinge. Aber nicht junge, sunnitische Männer zwischen 16 und 40 Jahren. Wir müssen, wie Sie schon sagten, Frau Schötze, wir müssen ganz doll auch aufpassen, können wir uns das leisten? Und das ist eine gemeine Frage. Ich sage Ihnen, wir können Afrika nicht aufnehmen. Afrika hat vor 100 Jahren circa so viele Menschen gehabt wie Deutschland zur damaligen Zeit, circa 60 Millionen. Jetzt hat Afrika 1,2 Milliarden Menschen. In circa 60, 70 Jahren wird Afrika 4 bis 4,5 Milliarden Menschen haben. Wir können nicht die ganze Welt in Deutschland aufnehmen. Ich bitte Sie, auch wenn Sie gute Menschen sind und das gerne für sich wünschen, wir schaffen es nicht. Wir stoßen an Grenzen. Wir müssen auch erstmal an unsere eigene Bevölkerung denken. Wem geholfen werden muss, dem muss geholfen werden. Okay. Da, wie gesagt, ich bin auch längst noch nicht fertig. Ich kann Ihnen leider keinen Faktencheck anbieten, wie bei Hart, aber fair am nächsten Tag. Das wäre jetzt aber gut, denn wer Zahlen nennt, muss sie auch belegen. Das heißt, wenn Sie wissen wollen, woher in der Wikipedia... lieber nicht. Wenn Sie wissen wollen, wo Herr Günther die Zahlen hat, fragen Sie am besten. Vom Alter her, zu Ihnen wäre ich als Letzter gekommen, Herr Lehmann.
Kurz und knackig. Das besprechen wir nach der Veranstaltung nochmal. Also, wir werben mit dem Slogan ja auch weltoffenes und tolerantes Bad Freienwalde. Und ich glaube, das sagt alles. Und dazu sollten wir dann noch stehen und alles ermöglichen, was an Integration erforderlich ist. Das ist unsere Aufgabe. Okay. Okay. Also das Alter der Kandidaten habe ich so einigermaßen intus. Herr Günther, Sie sitzen neben mir, aber bei dem Thema sind wir beide ganz weit voneinander entfernt. Wir beide haben hier schon mal ganz dicht draußen nebeneinander gestanden. Sie haben für Begida demonstriert. Ich habe hier ganz gerne mit dem Bad Freienwalder für Weltoffenheit und Toleranz gestritten. Und dafür bleibe ich auch weiterhin in meinem Bestand und mit beiden auf dem Fuß. Denn wir sind hier in Märkisch-Oderland und auch in ganz Deutschland auf gar keinen Fall von Flüchtlingen überrannt. Und wir können uns davor nicht mehr retten, sondern ich glaube, wir sind, und dafür danke an alle, die sich da eingebracht haben, sehr gut mit einer schwierigen Situation umgegangen. Sie haben den Leuten Beistand gegeben und haben ihnen auch eine Heimstatt hier in Bad Freienwalde gegeben. Und wenn Sie sich jetzt angucken, was in den Gemeinschaftsunterkünften noch da ist, dann sind es nur noch ganz wenige. Ganz wenige, die da sind und die tatsächlich noch ihre Hilfe brauchen. Insofern glaube ich, ist das für Bad Freienwalde etwas ganz Wichtiges. Ich bin ursprüngliche Oderbrücherin. Und wenn ich mal meine Familiengeschichte verfolgen würde, würde ich wahrscheinlich feststellen, woher meine Familie überall herkommt. Das Oderbruch lebte in seiner Besiedlung nach dem alten Fritz von Zugezogenen. Von Zugezogenen aus aller Herren Gottes Länder. Und zum Glück hatten wir die. Ich danke dafür. Ja, auch europäisch. Also haben wir doch keine Angst vor Afrika. Haben Sie Angst vor Afrika? Ich nicht. Beim allerbesten Glück. Gut. Geht ja nicht in die Grundsatzdiskussion. Also ich habe da eine ganz andere Auffassung. Ich bin menschenoffen und Ausländer, da habe ich viele Freunde und ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Alle herkommen, alle hier sein, gemeinsam miteinander leben, schön leben, gut leben, das ist wichtig, Freunde werden, kein Problem. So, wenn wir auf die Uhr schauen, haben wir kurz nach 8. Ich würde denen jetzt gerne noch eine allerletzte Frage stellen. Und zwar hatte ich mir überlegt, was könnte so eine Abschlussfrage sein? Meine Abschlussfrage lautet wie folgt. Wenn Sie am Tag nach der Wahl aufwachen und Sie stellen fest, ich bin Bürgermeisterin, ich bin Bürgermeister, woran erkennen Sie das? Das ist eine gemeine Frage, das ist die sogenannte Wunderfrage. Ich glaube, da sind die Medien sehr schnell dabei, das bekannt zu geben. Und wir sind mit Wahl online als Stadtverwaltung, glaube ich, top aktuell. Da kann es jeder dann ablesen und an meinem Gesicht dann auch sicherlich erkennen. Okay, Frau Scheitzel. Also ich würde Herrn Lehmann da einfach zustimmen und sagen, dass man ja die Nachrichten verfolgt und das in den Medien sicherlich sehr schnell publik gemacht wird und man das demnach recht schnell feststellen kann. Ja, und bei mir ist es wieder die Nervosität, dass ich ins Rathaus muss und mich den Leuten vorstellen muss. Wir werden das relativ schnell wissen, vielleicht sogar schon am Abend des Wahltages, weil wir versuchen werden, die Wahl Lokale bei der Auszählung dabei zu sein, weil wir von der Alternative für Deutschland nicht ohne Grund die OSZE zur Wahlbeobachtung herbeigerufen haben, weil wir einfach der Sache selber auf den Grund gehen wollen. Ich weiß, dass Bad Freienwalde fleißige Wahlvorstände hat, die bereit sein werden, den Abend dafür zu nutzen, nach der Bundestagswahlauszählung sich dem Bürgermeister zu widmen. Und ich bin mir ganz sicher, dass bis 24 Uhr die Ergebnisse feststehen und dann geht man mit diesem Ergebnis schlafen und freut sich am nächsten Tag oder eben auch nicht, ob man es geworden ist oder nicht oder ob vielleicht sogar nochmal eine Stichwahl ansteckt. Dann muss man nämlich nochmal kurz durchatmen, Gas geben und nochmal loslegen. Das sollte am Schluss noch mal eine persönliche Frage an alle werden, damit wir alle mit einem leichten Grinsen nach draußen gehen und mit einem frohen Lachen.
Ich bedanke mich bei Ihnen, die Sie hergefunden haben, die Nikolaikirche. Ich bedanke mich bei Ihnen, die Sie sich aufstellen wollen für diese Bürgermeisterwahl 2017, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Jetzt geht's los. Jetzt beginnt die heiße Phase, auch wenn Sommer noch ansteht. Aber im September ist dann die Wahl. Und dann werden wir sehen, wer der oder diejenige ist, die uns im Rathaus vertreten wird. Ihnen wünsche ich ein gutes Nachhausekommen. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Nehmen Sie bitte auf jeden Fall oder machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie noch eine Frage haben, vorne liegen Zettel und Stifte. Wir nehmen die mit und geben die weiter. Und jetzt schon die herzliche Einladung im September. Verfolgen Sie die Mods und die anderen und den Blitz und alles, was so möglich ist. Besuchen Sie uns auf Facebook und machen Sie da mal ein schönes Like hin. Je mehr, desto besser. Und wir werden dann sehen, wie das zweite Bürgermeisterwahlforum hier in der Nikolaikirche stattfinden wird. Jetzt Ihnen erstmal ein gutes Nachhausekommen, eine gute Nacht, eine gute anfängliche Ferienzeit. Machen Sie es gut. Ahoi. Thank you.